Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Die 10 Portaltagen von 8. bis 17. Februar 2019 nach Maya-Kalender. Und die Portaltagen kommen von Maya-Kalender. Die alten Mayas haben die Natur beobachtet, die kosmischen Einflüsse beobachtet, die wiederkehrenden Zyklen beobachtet und so entstand die Maya-Kalender, ein sehr, sehr präzise Kalender. Leider wurde durch die Inquisition ein Teil davon vernichtet. Und so wie ich das höre, wie erzählt wird über diesen Portaltagen, dann denke ich, jetzt wird noch die Rest auch noch vernichtet. Und das heißt, wenn wir die Portaltagen ansprechen, dann kann ich nicht eine Karte ziehen und erzählen mein Empfinden über den Tag. Das kann vielleicht als Ergänzung wunderbar sein, aber die Portaltagen konkret beschreiben ist nicht mein Empfinden, sondern so wie im Kalender steht, so wie die Mayas das berechnet haben, das sind Berechnungen. Und genau aus dem Grund möchte ich dieses Thema ansprechen, klarstellen und richtigstellen, damit dieses Wissen nicht verloren geht. Die Zahl 13 und die Zahl 20 ist die heilige Zahl der Mayas. Hat eine große Bedeutung. Und auf diesen beiden Zahlen basiert die ganze Kalendersystem. Natürlich auch anderen Beobachtungen. Und was sind eigentlich diese Portaltage? Es gibt verschiedene Kalender. Es gibt auch Mondkalender, es gibt auch Sonnenkalender, es gibt auch Bauernkalender, es gibt auch Kalender für den Alltag und es gibt auch spirituellen Kalender. Und ein Portaltag trifft zwei Kalendersysteme zusammen. Das könnt ihr so vorstellen. Ein Kalender, was den alltäglichen Lebensrhythmus beschreibt, nach dem Beobachtung Sonne, Mond und die Planeten. Das ist die eine Kalender. Und dann ein zweiter Kalender, ein spirituellen Kalender, wo beobachtet wird, eine höhere Schwingung, so wie die Sonnensystem, so wie unserem Sonnensystem, bewegt sich durch eine zentrale Sonne. Und diese zentrale Sonne heißt Alkyone. Und Alkyone kennen wir auch von den klassischen griechischen Mythologie. Dort wird beschrieben Alkyone, der über den Bösen siegt. Alkyone ist diese zentrale Sonne. Alkyone gehört zum Plejaden. Die sieben Plejaden oder Regengeschwister sind die Töchter von Atlas. Und als zentrale Sonne steht im Mittelpunkt Alkyone und wir kreisen über diesem Stern, über diesem Sonne. Und das ist eine höhere Schwingung. Und diese Bewegung wird beschrieben in diesem spirituellen Kalender. Und beide Kalendersysteme, wie zwei Räder, dann treffen sie sich, vereinen sie sich, haben einen Kontaktpunkt, wo sie sich einigen oder haben ähnliche Berechnung, wo hier eine Verbindung da ist zwischen den beiden Kalender
und das für uns erscheint wie ein Tor. Öffnet sich ein Tor für diesem Heiligtum, für diesen feinstoffliche Energie, und das ist schon eine göttliche Energie. Wobei, wenn wir die Liebe leben, haben wir immer die göttliche Energie, aber das ist einen höheren Ebenen, einen anderen Schwingung. Wir betreten eine feinstoffliche Energie. Und jeder Portaltag entspricht anderen Themen, so wie das im Kalender steht. Und das sind hier diese Bilder, Symbolen von Mayas. Das ist nicht meine Empfindung und habe ich auch keine Karte gezogen, sondern so wird im Kalender beschrieben, das sind Berechnungen. Und das schauen wir genauer an. Wir sind heute am 13. Februar 2019 noch im 5. Welle. Das sind auch Schwingungen oder Tönen oder Frequenzen. Diese 5. Welle endet sich heute und ab morgen kommt ein Wechsel. Aber heute sind wir noch in diesem 5. Welle. Diese 5. Welle wird beschrieben eine Verbindung zwischen Himmel und Erde. Das ist mal allgemein ein Energiefeld für den Tagen. Das ist ein Zeitabschnitt von 13 Tagen, so wie bei unserem Kalender eine Woche ist. Aber hier ist nicht 7 Tage, sondern diese 5. Welle dauert 13 Tage und das ist der letzte Tag in 5. Welle, die Verbindung zwischen Himmel und Erde. In dieser Schwingung oder Ton haben wir ein Symbolbild und dieses Symbolbild ist ein Baum. Und Baum am Allgemeinen gibt uns gerade die Kraft. Also in dieser Zeit können wir zum Beispiel unseren Lieblingsbaum besuchen, mal umarmen, diese Kraft verspüren, uns mit diesem Kraft uns verbinden, uns stärken. Auch meditieren darüber, wie wir verwurzelt fühlen und wie dieses Wachstum entsteht. Und wir dehnen aus und bewegen uns Richtung Himmel, so wie ein Baum auch. Und das, was wir tun, gerade in dieser Zeit, die Bedürfnis nach Sicherheit, Stabilität und Struktur ist da. Und viele von uns schafft gerade ein Basis, ein Fundament, und auf diesem Fundament kann man bauen. Und natürlich die Bewegung Richtung Himmel, das ist diese Verbindung. Wir nennen diese Welle auch als Himmelswanderer. In dieser Zeit ist wichtig sortieren. All das, was für uns wertvoll ist, befestigen, weil da fühlen wir uns verwurzelt. Und all das, was überflüssig ist, was uns stört, davon verabschieden. Wenn wir schon bei Wurzel sind, bedeutet auch unserem Ahnen, unserem Vorfahren, unseren Traditionen. Da fühlen wir uns verwurzelt. Wir haben in dieser Zeit die Feuerelement und das ist auch spürbar. Und das bedeutet die Begeisterung, Feuer und Flamme zu sein von etwas. Auch die Mut zu haben, Kraft zu haben, etwas Neues beginnen. Auch Leidenschaft zeigt sich bei diesem Feuerelement. Feuer kann aber auch eine reinigende Wirkung haben, wie einen heiligen Feuer, ein Tempelfeuer, verbrennen all das, was böse ist, was uns stört, die Hindernisse
aus dem Weg räumen. So wie in indischen Astrologie oder Mythologie wird das zu Vishakha zugeordnet, die Feuergöttin, der hütet den Tempelfeuer, hat eine reinigende Wirkung und verbrennt alles, was im Weg steht, nicht als zerstörerische Energie, sondern als bereinigende Energie. Heute haben wir die heilige Zahl der Mayas, die Zahl 13, und sie haben das so gezeichnet, zwei Linien und drei Punkte. Die Zahl 13, so wie die Mayas das deuten, ist ein Aufstieg, ins Ziel angekommen zu sein. Hier erleben Schönheit, Harmonie, Ethik, etwas zum Ende bringen oder die Wahrheit vertreten. Aber das ist eine Wandlung, eine Richtung, weil hier schließen wir etwas ab und wir kehren wieder zurück zu unserem Quelle mit Erkenntnissen, mit neuen Erkenntnissen, also mit einer anderen Energie. Und wir bringen etwas zum Ende, etwas zum Abschluss zu bringen, damit die nächste Entwicklungsschritt wir gehen können. Unserem Denken besteht jetzt gerade daran, das ist ein Wandel, was wir genießen können, weil uns das weiter trägt. Die heutige Tag wirkt dieses Symbol Chikchan. Chikchan, das ist die heutige Tagesenergie. Chikchan ist die aufsteigende Schlange, die Schlangenenergie. Ich könnte sagen, das ist die Kundalini-Energie. Und das bedeutet, die eine Richtung ist das, was uns blockiert, wie Angst und Zweifel, als das Loslassen, dann kann die Energie steigen, dann sind wir im Wandel, im Fluss des Lebens, können wir dann auch vertrauen. Aber hier kommt das als Feuerenergie im Ausdruck. Chikchan bedeutet aufsteigenden Schlangenenergie, zeigt Vitalität, vertritt auch Sexualität, eine Körperweisheit für uns, und das bedeutet wie eine Wandlung, wie eine Neugeburt, und wie die Schlange enthäuten, eine neue Haut schlüpfen. Und das ist diese feurige Energie, was uns begeistert, die Veränderungen in uns selbst. Das ist die aufsteigende Schlangenenergie, Vitalität, Körperbewusstsein, Sexualität, Instinkt, Erleuchtung, bedeutet auch die höchste Feuerenergie. Ich bin die Feuer mit meinem Gedanken, Feuer und Flamme zu sein in mein Herzen, und Feuer ist meine Kraft. Und so wie eine Schlange kann ich enthäuten, und das ist die Erneuerung in mir, was dazu führt, dass hier ein Aufstieg kommt. Und damit erreiche ich meine Ziele. Das ist die Aussage dieser Energie Chikchan, was im heutigen Tag als Tagesenergie herrscht. Diese aufsteigende Schlangenenergie bringt uns dazu, von Dunkelheit ins Licht zu kommen. Aber wie ein Spiral steigt die Energie alles nach oben. Die Natur, können wir das als Feuer betrachten? Als Kraftplatz ist die Sternenhimmel oder hohen Bergen, symbolisieren auch die Zielerreichung.
Als Krafttier ist die Schlange, als Halbedelstein ist Feuerachat oder Karneol. In unserem Körper herrscht über unserem Nervensystem und unseren Wirbelsäule. Die Mondkraft, was auch einen Einfluss hat auf unseren heutigen Tag, ist Chuen, und das ist eine blaue Affe. Und diese blaue Affe, diese, ich könnte sagen, wie ein Mondenergie im heutigen Tag, diese blauen Affe zeigt uns etwas Wichtiges. Wir sind heute in Verbindung zu unserem inneren Kind und wir sollen im heutigen Tag etwas spielerisch betrachten. Die ganze Energie geht darum, wir haben heute eine Transformation. Wir werden unsere Ziele erreichen und mit diesen Erkenntnissen übergehen wir zu einer neuen Periode. Hier endet sich auch eine Periode und beginnt etwas Neues. Aber dann haben wir schon einiges gesammelt von Erkenntnissen. Chikchan zeigt die feurige Element. Die Welle, wo wir uns befinden, diese fünfte Welle, ist gerade auch Feuerelement. Und das ist eine aufsteigende Energie, aber Kundalini-Energie. Das heißt, alles, was stört bei diesem Aufstieg, wie Angst oder Zweifel oder Schuldgefühl, all diesen Gefühlen, aber auch Kontakte, die uns bremsen, davon verabschieden und frei. Dieses Feuer muss frei brennen auch. Und das ist unserem Energie, unserem Begeisterung, diese Feuerkraft, die höchste Feuerkraft überhaupt, was unserem Herzen berührt, unserem Gedanken, diese Begeisterung zu haben und auch eine ganz starke Sexualenergie, was wir hier gerade haben. Und dann kommt die Mondeinfluss dazu und das vertritt diese blaue Affe, witziger Name, und zeigt uns das innere Kind etwas, sollen wir spielerisch betrachten, oder den ganzen Tag sollen wir spielerisch betrachten. Und das war dieser Portaltag am 13. Februar 2019. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Seid ihr herzlich willkommen bei diesem kurzen Video, wo ich euch informieren möchte. Ich habe ein super tolles Angebot für euch und dieses Angebot ist gratis. Ihr braucht euch auch nichts verpflichtet fühlen für etwas. Das Thema ist Dualseelen, Dualseelenprozesse. Das, was ich wahrnehme in Praxis, dass viele von euch in diesem Dualseelenprozess drin steckt und ihr weiß nicht, wie das weitergehen soll. Warum ist es so? Das ist mal die erste Frage. Wie kommt ihr davon los? Oder hat es überhaupt einen Sinn in dieser Beziehung bleiben? Was sagt das alles aus? Und dafür habe ich ein Einführungsvideo gemacht, Einführungsvideo zum Verstehen, was das überhaupt ist, duale Seelen, und was sagt es auch. Und dieses Video werde ich nicht veröffentlichen. Das ist nicht für jeden da, das ist nicht für jeden geeignet, sondern wirklich für diejenigen, die in diesem Prozess drin sind, wo das wirklich interessiert oder möchten sich etwas verbessern. Und ich bitte euch, wenn ihr in diesem Dualseelenprozess drin seid oder interessiert euch dieses Thema, dann schreibt mir bitte ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratung oder Beratungsvideo jetzt in dem Sinne nichts zu tun. Diese Video ist wirklich kostenlos. Und ich möchte aber nur für diejenigen zugänglich machen, wo da wirklich ernsthafte Interesse zeigen. Und ich freue mich, wenn die Interesse besteht.
und ihr bekommt dann die Zugangsdaten, ihr bekommt den Link dazu und könnt ihr diese Einführungsvideo, diese Erklärungsvideo dann anschauen. Und damit möchte ich euch weiterhelfen. Ich bedanke mich für die Interesse, ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.